Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Zum Glück in die Zukunft 2 von Materia in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zum Glück in die Zukunft Teil 2 aus dem Jahr 2014. Der erste Teil 4 Jahre davor erschienen, 2010. Und im Jahr 2014 war es dann Zeit für den zweiten Teil. Wir haben hier die Vinyl. Hier, bevor wir die Folie abnehmen, haben wir hier oben rechts noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier inklusive Album CD. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. Machen wir die Folie mal ab. Gut, also wir haben hier auf dem Frontcover einen jungen Mann, ja, aller Voraussicht nach aus Afrika, und dieser hier mit einer Steinschleuder auf uns zielend. Schöne Landschaft um ihn herum und dann lesen wir hier Materia und dann, auch wenn es etwas schwer zu lesen ist, in diesem Hellgelb auf den Wolken drauf, Zum Glück in die Zukunft 2. So sieht das aus. Dann haben wir hier auf der Seite Materia Zum Glück in die Zukunft 2 stehen. So sieht das aus. Da unten dann noch das Logo von Materia. Ups. Und auf der Rückseite haben wir dann oben links einen Barcode, unten links die Credits und dann natürlich noch die Tracklist. Wir haben auf dieser Vinyl 14 Tracks an der Zahl mit einigen Features. Und zwar haben wir hier Features von Campino, Julian Williams, Yasha, Miss Platinum, Masimoto und Christopher Rumble oder Christopher Rumble. Muss ich ehrlich sagen, höre ich so oder lese ich so zum ersten Mal. Das Ganze wurde produziert von den Krauts. Also die Krauts haben hier wirklich 14 von 14 Tracks produziert. So sieht das aus. Und ja, alles hier in diesem Gelb-Schwarz gehalten. Was ihr vielleicht jetzt mitbekommen habt, es hat sich bereits ein Inhalt hier verabschiedet. Als ich euch das gerade vorgelesen habe, ist der rausgerutscht. Wir haben hier einmal eine CD mit dabei. Also das Album ist auf CD dabei. Dann schauen wir mal hinein. Und zwar haben wir hier Aufnahmen von Materia bzw. von diversen Landschaften. Schöne Bilder, die wohl im Entstehungsprozess dieses Albums hier aufgenommen wurden. Und damit nicht genug, nein, wir haben hier wirklich jeden Track einzeln komplett abgetippt, Wort für Wort. Kann man hier echt jeden Track mitlesen, nachrappen etc. Und dann haben wir hier ein Gatefold und so haben wir hier zweimal so diese Täschchen mit den Vinyls drinnen. Wir haben hier einmal, so sieht das aus, in Schwarz und Gelb gehalten. Einmal hier die A-Seite und auch hier in der Mitte beschriftet die einzelnen Tracks, die sich auf dieser A-Seite befinden. Und zwar haben wir hier insgesamt 4 Tracks, Intro, Kids, OMG und Die Nacht ist mit mir. Dann haben wir die B-Seite, diese beinhaltet auch wieder 4 Tracks. So sieht das aus. Also wie auch schon die CD, beziehungsweise wie auch die Rückseite dieser Vinyl, dieses Gatefolds in Schwarz und Gelb. Dann haben wir in der zweiten Tasche natürlich auch noch eine zweite Vinyl drinnen. Die kommt ebenfalls in so einem schwarzen Papierkasten, in so einer schwarzen Papierhülle. Das ist dann in dem Fall die C-Seite. Auch hier haben wir wieder die Tracks in der Mitte aufgelistet. Und dann zum Abschluss natürlich noch die D-Seite. So sieht das aus. Also, die Vinyls klassisch in Schwarz gehalten. Die Papierhüllen ebenfalls in Schwarz gehalten. Und dann haben wir, wie gesagt, noch die CD mit dabei. Das freut mich immer besonders, wenn man entweder die CD oder einen Download-Code reingibt. Aber CD ist natürlich noch schöner. Das ist für alle die, die vielleicht keinen Plattenspieler haben oder auch einen haben, aber dass es einfach auch möglich ist, das Ganze dann irgendwie noch auf CD oder digital anzuhören. So sieht die CD aus. Kommt in so einer dünnen Plastikhülle, also in so einem Sicht,
in seiner Sichthülle, in seiner Klarsichthülle und ist ebenfalls in schwarz-gelb gehalten. Aber damit nicht genug, nein, wir haben hier dann auch noch quadratische Poster mit dabei. Und zwar haben wir hier einen Jungen, auch wieder mit Steinschleuder. Dieser dürfte wohl, ja, ich sag mal aus Europa oder vielleicht auch aus den USA stammen. Vielleicht auch aus Russland. Also dieser deutlich heller als der erste. Dann haben wir auf der Rückseite Materia vor einem Bus der Yeti Airlines. Hier mit Raiders Cap. Gerade am wahrscheinlich Kaffee trinken. Und links dann das Materia Logo wieder in Gelb. Ebenfalls hier auch noch. Und auf der zweiten Seite oder in der zweiten Seite haben wir dann ebenfalls wieder ein Poster. Hier haben wir das Ganze auch wieder in quadratisch Materia mit kleinem Kätzchen in der Hand. Und auf der Rückseite Materia vor einer kleinen Propellermaschine. Also schöne Zusatzsache, dass man das hier reingepackt hat. Und damit nicht genug. Nein, wir haben dann hier auch noch, was haben wir hier? Hier ist noch etwas. Okay, also hier haben wir einen Info-Flyer, ebenfalls in quadratisch. Ich bin ein Green Berliner. In Anlehnung an John F. Kennedy. Ich bin ein Berliner. Und dann haben wir hier die Tourdaten zur Roswell Tour 2017. Das ist ja ebenfalls ein Album von Materia gewesen, Roswell. Aber in dem Fall ja schon vorbei. Gut, das war's jetzt. Also jetzt ist hier wirklich nichts mehr drin. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl befindet. Und zwar haben wir einmal diesen Flyer, diesen Info-Flyer zur Tour. Dann haben wir diese zwei mehr oder weniger Poster, beide quadratisch und beide sind beidseitig bedruckt. Dann haben wir die CD, also das Album Zum Glück in die Zukunft 2 auf CD. Und dann natürlich noch die beiden Vinyls, also die Doppelvinyl A, B, C und D-Seite, die natürlich auch nochmals die gesamten Tracks des Albums beinhalten. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Zum Glück in die Zukunft 2 von Materia. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Materia unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!